Hallo und herzlich willkommen bei FM Liebe. Ich bin's, Merlin, und ja, begrüße euch zur FM10 Karriere mit Twente Enschede. Ansgar Brinkmann muss zurück in die Spur, ansonsten kostet es ihn den Job. Das steht fest. Es wird tricky, es wird haarig. Budgets sind schon überschritten, es liegt aber eher daran, dass wir am Anfang noch in der Champions League Quali waren und gegen Atletico Madrid rausgeflogen sind. Was passieren kann, passieren darf. Und ja, da ist der Vorstand wohl anderer Meinung. Nice, wir haben keinen Innenverteidiger mehr. Ist nicht so gut. Ja, dann muss ich Ruiz mitnehmen. Einfach so. Sonst habe ich ja keinen. Ja. Vielleicht sollten wir eine andere Formation wählen. Heute dran ist zunächst die Ehrendivision gegen Feyenoord Rotterdam. Ein ja durchaus prestigeträchtiges Spiel. Wir schauen auf die Tabelle. Wir sind nur 13. Gucken wir hier mal. 12 Punkte gerade einmal. Das ist eindeutig zu wenig. Wir sind die fünftstärkste Kraft hier in Holland. Allerdings mit einem Sieg könnten wir vielleicht gut Boden machen. Gerade was die letzten Plätze angeht, dass wir da vielleicht ein wenig Abstand zu gewinnen. Ich schaue jetzt auf die Taktik, stelle alles sanft ein und ja, hoffe dann auf das Beste. Okay, auf geht's. Textmodus gegen Feyenoord. Jetzt wird hier wieder gequatscht. Das muss ich einmal unterbinden. Feyenoord hat schon die erste. Chance und direkt das Tor. Jondal Thomason. Vorlage von Römer Kai. Prominente Namen. 2 zu 0, wunderbar, Römer Kai trifft, klasse. Zu 0. Nach 10 Minuten 3 zu 0. Meine Güte. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht mehr, was ich mit diesem Team anstellen soll. Bin ich hier nach 10 Minuten? Nach 10 Minuten! Fliegst du hier 3-0 zurück? So, pass auf. Ich nehme da jetzt einen Stürmer runter, bringe Ali Naschat. Bringe einen zweiten defensiven Mittelfeldspieler. Und Kufu ist dann alleine da vorne. So, Zeit lasse ich jetzt aber auch ein bisschen schneller runterlaufen. Es ist ja sowieso so gut wie entschieden. Wir haben noch das Tor gemacht, zwar, aber kannst du das wirklich ernst nehmen? Ich glaube nicht. Theo Janssen und Ruiz kommen. Dazu Wellington. Zwei Sechser dabei, aber wir haben einfach niemanden weiter. Das machen wir im Schnelldurchlauf. Feyenoord hat uns in 10 Minuten auseinandergenommen. Herzlichen Glückwunsch an Martens und Douglas sowie Niki Kuiper. Das war eine absolute Nichtleistung. Stürzt uns tiefer rein. Ja. Dringend Erholung, ja. Wovon? Theoretisch müsste ich das Training jetzt so hochfahren. Meine Güte. Mir fällt jetzt gerade auch echt nichts mehr ein, was noch gemacht werden könnte. Das Team ist, ja, wirklich ziemlich runter.
Viskov fällt ja noch aus bis November. Wir sind im November, das ist gut. Er ist also bald wieder da. Lord Brahma kommt erst Ende des Jahres zurück. Und nächstes Jahr Raikovic. Mit Raikovic, ja, ist ja sowieso nicht das Ding. Der ist ja eh nur geliehen. Also, ich stelle jetzt das System um. Utrecht zwar unter uns, aber wer gegen Feyenoord in den ersten 10 Minuten so untergeht, wir müssen reagieren, es hilft nichts. Okay, ich habe jetzt erstmal abgeändert auf ein defensives 4-4-2. Wir können auch noch ändern auf ein 4-2-3-1. Das würde ich sogar mittlerweile bevorzugen, weil unsere Stürmer da vorne ja eh nicht viel drauf haben. Da wird, sofern wir diese Saison überleben, der Kader dementsprechend angepasst. Viele Leihspieler werden uns ja verlassen. Wir machen jetzt einfach das Beste draus. Wir sind ja noch in der Hinrunde, noch ist hier nichts verloren. Genau. Ich habe es ein bisschen angepasst. Die beiden spielen ein wenig offensiver, Benjamin und Jansen. Die beiden natürlich auch. Es ist ein Stürmer. Einer der beiden Defensiven spielt ganz normal. Einer davon bisschen defensiver, bisschen verhaltener. Beide mit langen Pässen. So wie die beiden Außenverteidiger, die spielen eine ganz normale Rolle. Bisschen defensiver natürlich als im heutigen Sinne. Und die Innenverteidiger mit vorsichtigem, überlegtem Passspiel. Genau, so, keine Innenverteidiger mehr da. Da muss ich mal in der zweiten Mannschaft schauen, ob ich da überhaupt eine habe. Ja, Rittens. Na klar. Kann ich ja gleich in die Jugendmannschaft schauen. Wäre sogar was. Das zweite Team baut sich dann nach und nach auf. Genau, dann berufe ich den Kerl da jetzt erstmal, den Kevin Rüttens, jetzt in die erste Mannschaft. Einfach für die nächsten 4 Wochen. Dann haben wir da zumindest jemanden. Und Rüd, daher nehmen wir ebenfalls mit in die erste Mannschaft. Einfach weil wir jeden Mann, der irgendwie verfügbar ist, brauchen können. So geht's rein dann. Gegen Utrecht, den Tabellen 17. Hier wird wieder gelabert. Das muss ich immer wieder aufs Neue ausschalten. Latte. Nkuffo. Geht hier schon mal ganz gut los. Kreativlosigkeit auf beiden Seiten. Ja, ist so. Das bin ich gewohnt. Naschat mit Gelb. Wir beschleunigen mal ein bisschen hier. Ja, Naschat mit Gelb. Ja, insgesamt eine sehr schlechte Partie. Hab nicht mal Personal zum Wechseln. Am Stürmer liegt es tatsächlich nicht. Da bringe ich jetzt Ali Bilgin rein. Vielleicht bringt die Ansprache irgendwas. Irgendwas muss es ja bringen. Ach, das ist so fummelig teilweise hier. Okay. Ja, war doch nicht schlecht. Mal gucken, ob es bringt. Eine langweilige Partie wie in der ersten Hälfte. Glanzparade Michael Form. Ecke.
Ich glaube, ich wechsle auch noch mal. Belgien macht das auch nicht gut. Bring ich Carney. Ein wunderschönes 0 zu 0. Torchancen hatten wir zwar welche, wir waren offenbar nach Torchancen das bessere Team, aber das Spiel war einfach schlecht. Muss man sich nichts vormachen. Ja, und somit bleiben wir auf Platz 14, hätten wir verloren. Oh je. Oh je. Also gegen den Tabellen 17. so auszuschauen, ist mir schon ein wenig peinlich. Ja, ich bin schon noch auf der Abschussliste, beziehungsweise Ansgar Brinkmann ist es. Interessant. Angebot. AZ Alkmaar. Okay. Ich habe das geprüft. Ist tatsächlich nicht der Fall. Da wurde nur gezeigt, dass sie den Altmanager rausgeschmissen haben und direkt wieder verpflichtet haben. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum das dann hier in den Mails auftaucht. Ich bleibe erstmal hier. Mal schauen, was hier noch so funktioniert. Gegen Ajax Amsterdam mit einem Punkt leben. Glaube, das wird ganz, ganz knapp. Ich meine, wenn Feyenoord uns 3 zu 0 abschießt, in 10 Minuten, was wird Ajax denn wohl mit uns tun? Kann sich, glaube ich, jeder selber ausmalen. WM 2010 steht ja noch vor der Tür. Einige Teams sind ja schon qualifiziert. Oh ne, es geht direkt los mit der Endrundenauslosung. Die schauen wir uns jetzt an. Was da so passiert. Brasilien natürlich in der ersten Gruppe mit Portugal. Interessant. Italien. Achso, Bolivien dann in der gleichen Gruppe. Seems legit. Dann haben wir hier die nicht ganz hoch aufgelösten Flaggen von Südafrika und den Vereinigten Staaten. Deutschland in Gruppe G mit Norwegen, Marokko und Sambia. Da wird marschiert. Argentinien mit Uruguay, China und Neuseeland in einer Gruppe. Dann haben wir hier drei Europäer in der Gruppe. Okay. Wird dann nicht so viel Wert drauf gelegt, dass was dann auch funktioniert. Aber gut, das ist unser geliebter FM mit seinen Fehlern und Macken. So, Ajax erwartet uns. Ich gehe unverändert in diese Partie, vermute ich mal. Kenneth Perez, was kann der eigentlich noch spielen? ZM. Einer ZM. Wäre quasi dann unsere Alternative, wenn wir nach vorne ziehen möchten. Dann bringe ich von Anfang an Bilgin nicht. Carney für Colin Benjamin. Vier für Optionen. Dann bringe ich Benjamin nach hinten raus. Stam kann dann mal ein wenig regenerieren. Oder wie es heutzutage heißt, Belastungssteuerung betreiben wir. Ja, mit den anderen hier unten hat sich das jetzt ausgemuxt. Da sind wir! In der Geräuschweste. Eben ausschalten hier. Und den Jungs sagen, dass sie draufgehen sollen. Rot gegen Martens, sowas nicht gemeint. Oh Gott. Also TOT runter. Und ich muss echt Rüttens bringen. Den Amateurspieler. Und Kufu nehme ich mal runter. Und so sind wir wieder in der alten Formation mehr oder weniger gefangen.
Also wieder ein wenig offensiver unterwegs. Ja. Ich hoffe, Ajax ist gnädig mit uns. Ja, Freistoß. Von der WS passiert recht wenig. Gelb, na, für Jansen. Also wir kriegen weiterhin die ganzen Karten. Pfostenschuss. Rasmus Lindgren. Und hat Ajax da eigentlich alles? Suarez. Alderweireld. Van der Wiel. Ja. Dafür ist es doch ganz gut gelaufen bisher. Rüttens mit einer 1,0. Nach vorne geht nur halt wieder gar nichts. Absolut gar nichts. Wie immer. Es ist fummelig. Das ist ganz schlimm. So, Perez. Ja. So wie Ruiz. Der muss auch nochmal motiviert werden. Irgendwas muss ja jetzt irgendwie mal fruchten bei denen. 4 zu 1 Schüsse, ja. Nächster Pfostenschuss, Atuba. Null zu null gegen den Tabellenführer kann man als positiv werten, allerdings nicht in dieser tabellarischen Situation. Nehmen wir mit den Punkt 14 Punkte, 14. Platz. Ich glaube, da dürfen wir uns warm anziehen. Die Niederlande steigen offenbar in der 5-Jahres-Wertung. Kollege steht vor der Entlassung. Bei Willem Twee. Ja, und wir sind auch soweit. Als Sie am Vereinsgelände zur Arbeit erscheinen, werden Sie mit einem Blitzlichtgewitter begrüßt. Die Reporter bestürmen Sie mit Fragen. Endlich verstehen Sie, was passiert ist. Man hat Sie gefeuert und Sie sind der Letzte, der es erfahren hat. Sie dürfen unter Aufsicht noch Ihre Sachen aus Ihrem Büro abholen. Das war's. Ihnen wird leider nicht mehr zugetraut, die zukünftigen sportlichen Ziele zu erreichen. Sie erhalten 169.000 als Abfindung. Ja. War klar, dass das so weit kommt. Die erste Entlassung auf diesem Kanal steht fest. Jetzt geht's erstmal schön ins Arbeitslosencamp. Okay, Köln hat einen neuen Trainer. Ja, dann könnte ich zurück in die erste Liga, in die Liga mit, na, Tilburg. Okay. Was haben wir denn hier? Neuen Verein gründen könnten wir auch machen, aber nee. Wie denn? Mit dem bisschen Geld da? Okay. Warten wir erstmal bis zur Winterpause. Schöne daran ist, können jetzt schön Golf spielen eigentlich die ganze Zeit. Das hier interessiert mich jetzt eigentlich gerade herzlich wenig. Ich möchte eigentlich nur in den neuen Verein. Sobald wie möglich. Also meine Loser haben tatsächlich es geschafft, ein Spiel zu gewinnen. Das ist ja herausragend. Auf einmal läuft's. Die werden sich jetzt garantiert steil nach oben kämpfen. Da bin ich fest schon überzeugt. Wir können bei Breda anfangen. Habe ich aber keine Lust drauf. Ich probiere es mal bei Fulham, glaube ich. Schau mal. Stehen die da? 15. immerhin, ja. Team. Ist okay. Probieren wir es mal. Warum nicht? So. Wir wollen zumindest die glatten 500.000 haben. Siegprämie 11.000. Gewinnbeteiligung
1% Betrag ein bisschen höher. Eine Option für den Verein. Freigabe für Lieblingsverein nehmen wir auch mal mit. Probieren wir es mal. Ui. Haben sie gemacht? Das haben sie nicht gemacht. Das haben sie auch nicht gemacht. Das ist nicht schlimm. Ja. Okay. Nehmen wir an. Wir sind in Fulham, Leute. Also so gut wie zumindest. Mal schauen. Ich noch nie gemacht, sowas. Einen Vereinswechsel. Also mitten während der Saison. Tendenziell würde ich die alle verlängern erstmal. Frage ist auch, ob es funktioniert. Verlängern. Tendenziell bis auf den einen da alle verlängern. So, was haben wir denn hier so? Moment. Da muss ich mir jetzt erstmal einen Überblick machen. Genau, noch Positionen sortieren. Stürmer sind reichlich vorhanden. Vielleicht kriegen sie ihn ja verkauft. Eddie Johnson können sie auch verkaufen. Ich weiß ja absolut nicht, wie die spielen wollen. Was ist er denn für einer? Ach nee, der ist gerade verletzt gewesen oder so wahrscheinlich, daher so schwach. Ein ZDM würde ich noch holen. Auf jeden Fall Innenverteidiger. Da sind ja nur zwei Stück. Ja. Vielleicht können wir da was machen. Spannend. So, sortieren wir hier erstmal. Michael Silvestre. Wäre doch direkt mal einer. Kann ich da was machen? Ich kann hier nur rumblättern, aber keine. Ah, Transfers nächste Saison. Status offen. Ja. Branislav Ivanovic. Und Sami Hyypiä, warum auch nicht? Ich den hier anhake? Genau. Okay. Klar holen wir uns da jetzt ein paar Oldies. Ivanovic ist aber keiner. Okay. Bin gespannt, wann ich da einsteige. Das habe ich jetzt überlesen an der Stelle. Ja, da sind wir auch schon. Viele Reporter. Status bei der Presse ist jetzt nicht das höchste der Gefühle. Beredepausen. Hangeland, den kennen wir ja schon aus der Nürnberg-Karriere. Da geht es dann auch weiter bald. So. Okay. 5-Jahreswertung, das wird jetzt die ganze Zeit so ein bisschen pendeln. Leute, ich glaube, das ist der beste Zeitpunkt, um die Folge an dieser Stelle zu beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es ja weitergeht mit dem FC Fulham. Unverhofft, aber es geht weiter. Im Turf Moor geht es gegen Burnley, und wir sehen jetzt hier das erste Mal die Mannschaft, gehen das erste Mal ins News Center, und es ist auf jeden Fall einiges zu tun. Mal gucken, was wir mit Fulham dann so reißen können. Ich bin
Einigermaßen glücklich und zufrieden. Manchester City ist hinter uns hier auf Platz 17. Für uns gibt es jetzt eigentlich nur noch einen nach oben. Einfach, ja, weil ich unvoreingenommen bin. Anders als bei meinen Twente-Losern. Ja, eine ziemlich seltsame Mannschaft war das, die da zusammengestellt war. Leihspieler, junge Talente und ja, irgendwie unausgewogen, was die Position anging. Egal, ich will nicht lästern. Ich werde ab und zu sicherlich mal schauen, was Twente denn so macht ohne mich. Das gehört jetzt natürlich dazu, zu dieser Karriere. Wir konzentrieren uns aber in erster Linie jetzt auf die neue Aufgabe beim FC Fulham. Das alles in der nächsten Folge. Ciao.